Insekten sind lebenswichtig. Sie bestäuben Wild- und Nutzpflanzen für reiche Ernten. Sie sind Nahrung für unzählige andere Tiere, verbessern den Boden und filtern das Wasser. Auch wir Menschen brauchen sie. Doch die Insekten sterben, weil ihre Lebensräume verschwinden. Dabei bieten unsere Gärten, Balkone, kommunale Flächen und Betriebsgelände ein ungeahntes Potenzial für den Insektenschutz. Und hier setzt unser Projekt Insektenfreude mit regionalen Wildpflanzen an. Es ergänzt und unterstützt die Aktivitäten verschiedener Akteure zum Insektenschutz. Denn die kleinen Helfer brauchen auch in unseren Siedlungen vor allem eines: die passenden Pflanzen als Nahrung, Unterschlupf, Kinderstube, Treffpunkt und Winterquartier. Und das sind regionale Wildpflanzen. Im Projekt geht es darum, Gärtnereien zu gewinnen, diese Wildpflanzen in Eigenregie zu produzieren. Verkauft werden sie als kleinste Insektenschutzgebiete Deutschlands, bei den Gärtnereien selbst, in Gartencentern und Baumärkten der jeweiligen Region. Dafür wurde im Projekt das passende Marketingmaterial entwickelt. Begleitend werden Menschen mit Garten oder Balkon und auch Kommunen und Unternehmen mit großen Grünflächen informiert und aktiviert. Über Veranstaltungen, die Projektwebsite, die Presse oder Social Media. Akteure für mehr Insektenschutz werden miteinander vernetzt. Und auch für interessierte Galabauunternehmen wird für Transfer von Praxiswissen zum Thema Naturgarten gesorgt. Macht mit! Einfach einpflanzen und die Artenvielfalt fördern. Unser Projekt wird gefördert im Bundesprogramm Biologische Vielfalt vom Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Und wir werden unterstützt vom Kreis Kleve, der Stadt Kleve und der Stadt Emmerich am Rhein.